Märchen sind Mythen. Sie greifen zurück auf einen kulturellen Erfahrungsschatz, auf einen seelischen Erfahrungsschatz der Menschheit. Ein nicht ganz so bekanntes Märchen der Gebrüder Grimm ist die weiße Schlange. Ein Jüngling verdingt sich als Diener bei einem König und dieser König lässt sich täglich eine geheimnisvolle Speise reichen. Eines Tages wird der Jüngling neugierig und er schaut unter den Deckel und sieht, dass der König täglich ein Stückchen von einer weißen Schlange isst. Eines Tages ist die Neugier so groß, dass er selbst davon kostet, dass er selbst ein Stück der Schlange isst und von diesem Augenblick an kann er die Sprache der Tiere verstehen. Interessanterweise taucht dieses Symbol weltweit auf. Es gibt zum Beispiel Sigurd, der von der Schlange oder je nach Legendenversion auch vom Drachen ein Stück isst und dadurch die Sprache der Tiere verstehen kann. Es gibt in Griechenland ein Beispiel, der Seher Melampus, dem soll eines Tages einmal eine Schlange das Ohr ausgeleckt haben und dadurch konnte er die Sprache der Tiere verstehen. Und in einem serbischen Märchen spuckt einem Jüngling eine Schlange in den Mund, wodurch er die Sprache der Tiere verstehen kann. Nun, unser junger Held hat eine neue Fähigkeit erworben und er braucht sie auch sogleich. Er wird nämlich verdächtigt, den Ring der Königin gestohlen zu haben. Dadurch, dass er die Sprache der Tiere versteht, findet er diesen Ring im Magen einer Gans wieder und er wird freigesprochen. Die Gans ist ein sehr, sehr altes Erdsymbol. In Ägypten war es der Erdgott Geb, der eine Gans als Attribut hatte. Im Griechischen die Göttin Nemesis, die Beschützerin der Natur, die als Begleiterin eine Gans mit sich führte. Und im Germanischen die Göttin Hulda, die ebenfalls eine Gans bei sich hatte. Es ist also eine Beziehung dieses Knaben zur Erde. Und der Ring ist ein Symbol der mythischen Hochzeit, also eine Art Seelenvertrag, den er nun eingeht in seiner Verbindung mit der Erde. Nun macht er sich auf eine Sinnsuche, auf eine innere Reise, eine typische Quest. Er findet, während er mit seinem Pferd reitet, drei Fische, die in einem Rohr eingesperrt sind. Und gemäß seines Seelenvertrages mit der Erde befreit er die drei Fische. Dann trampelt er mit seinem Pferd beinahe ameisentot. Aber er kann ja die Rufe und die Warnrufe, die Warnzeichen der Ameisen verstehen. Und so hält er das Ross rechtzeitig an. Und schließlich findet er Raben, die aus einem Nest gefallen sind und die drohen zu verhungern. Er opfert sein eigenes Reittier, um diese drei Raben zu füttern. Nun werden drei Aufgaben an den Jüngling herangetragen und erst wenn er diese drei Aufgaben bewältigt hat, wird er die Königswürde erreichen. Er wird also zum vollkommenen Menschen, zum Adam Kadmos, zum kosmischen Menschen, was im Symbol dieser Königswürde herüberscheint. Zunächst mal muss er einen Ring von den Tiefen des Meeres herauftauchen. Dabei helfen ihm natürlich die Fische. Er muss also ganz tief an die Wurzeln unserer Existenz hinunter. Das ist im Schamanischen die untere Welt. Er muss also bis zum Urgrund unseres Bewusstseins hinuntertauchen. Als nächstes muss er Hirse aufsammeln, die verteilt liegt. Er befindet sich nun auf der sogenannten mittleren Welt. Die Ameisen helfen ihm dabei. Tausende und Abertausende Ameisen schwärmen auf und sammeln die Hirse zusammen. Er hat also auch die mittlere Welt bereist. Und schließlich soll er einen Apfel aus dem Paradies vom Baum des Lebens bringen. Er sendet seine Raben aus, die bis ans Ende der Welt fliegen. Ganz ähnlich wie Odin oder Wotan seine beiden Raben Hugin und Munin aussendet, um die Enden der Welt zu erkunden. Sie bringen auf ihrem Weg in die vier Himmelsrichtungen den Apfel vom Baum des Lebens wieder mit. Er hat also auch die Paradieswelt bereist. Er ist bis in die Krone des Weltenbaumes sozusagen aufgestanden, aufgestiegen. Er hat alle drei Ebenen bereist. Die untere Welt, die mittlere Welt und die obere Welt. Und er kann die Sprache der Tiere verstehen. Er hat seine Krafttiere gefunden. Die weiße Schlange ist ein sehr, sehr typisches Beispiel dafür, wie solche Urerfahrungen aus dem Urgrund unseres Seins der Menschheit
eine Kollektiverfahrung sich im Märchen bis in unsere Zeit hinüberrettet, nämlich die Fähigkeit eines einzelnen Menschen, zum Brückenbauer zu werden zwischen den verschiedenen Welten.